Hallihallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Im Auto. Auf dem Weg. Hallo, ihr Lieben. In den Urlaub. Yes. Und Kippi ist da hinten. Mit meinen zwei Lieblingsbrüdern. Ja, die Lieblingsbrüdern. Eben gerade haben die sich noch gestritten. Aber manchmal sind es auch die Lieblingsbrüdern. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Holland. Die Niederlande. Nach Memmen. Ich wollte Memmen sagen. Emmen ist das. Und wir fahren ja schon ein bisschen. Und Gott sei Dank sind wir gleich da. Weil es wird langsam unerträglich in diesem Auto, findest du nicht? Ja, leider ja. Aber es liegt eher daran, glaube ich, dass wir wenig Pause gemacht haben. Ja, wir haben nur einmal Pause gemacht, das stimmt. Es ist so heiß hier dran. Aber es liegt hauptsächlich daran, an diesen Personen. Da kannst du die Luftdinger da machen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das ist ganz schlimm, irgendwo im Urlaub zu fahren mit das Auto voller Kinder. Es gibt immer Gestreite, es gibt immer Gemecker, es gibt immer Gejammer. Ne? Ja, und Gott sei Dank sind wir auch nicht mit unserem Auto gefahren. Nee, Gott sei Dank nicht. Sonst wäre es ja noch viel schlimmer gewesen. Ja. Wir haben hier viel, viel Platz, ordentlich viel Platz, großen Kofferraum, Panoramadach, alles drum und dran. So, und wir freuen uns. Wie ist die Stimmung bei euch überhaupt? Gut. Childrens? Sehr toll. Mama, zeig mal, was Armin dir geschenkt hat. Freut ihr euch auf Mama, Holland? Zeig Mama. Ja. Und auf Center Park? Ja. Sehr gut. Also, die Stimmung ist einigermaßen. Bombastisch. Aber. Ausnahmezustand. Also, wenn das hier nicht das Partymobil ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Brücke am Start. Finden Sie Brücke. Zu spät. Nein. Nein. Oh, da ist ein Fluss. Aber das mit Emsland. Wir sind in Emsland gerade, ne? Yes. Ja. Und ich habe in eine Pinkelpause habe ich eine Tulpe bekommen. Oh. Tulpe. Oh, die passen, ne? Wir fahren genau nach Holland und bringen eine Tulpe. Ach, ja, mit. Genau. Hier. Die Tulpen-Time. Weil in Holland gibt es viele Tulpen, ne? Was? Ja, wir haben ja, gestern Abend haben die Kinder die Koffer gepackt und heute Morgen oder heute Vormittag eher, ne, habe ich unseren Koffer gepackt. Also es war wirklich Weltrekord. Irgendwas werde ich wahrscheinlich vergessen haben, wie das so ist. Aber ich glaube, wir haben hauptsächlich alles mit. Wird schon gut gehen. Wir sind ja froh, dass wir wenigstens alle Kinder dabei haben. Ja, genau. Und ja, wir sind jetzt gespannt. Nicht, dass ich dann gleich aus der Tür steige. Dann habt ihr nur zwei Kinder dabei statt drei. Oh oh. Wir sind gespannt, wie unser Ferienhaus aussieht, wie groß das ist. Also, ja, wir sind gespannt und freuen uns total auf Holland und auf Center Parks und auf das. Und auf Essen. Auf Essen. Auf Schwimmen. Auf Schwimmen. Auf Achterbahn. Ja, Tulpen. Bohnen. Achterbahn. Frikandeln. Achterbahn. Achterbahn. Ja. Bohlen und ja, alles, was wir da so erleben werden. Ne? So, wir melden uns später nochmal. Wenn wir in Holland angekommen sind. Hallo. Hallo, Charlie. So, wir sind hier angekommen und bevor ich das vergesse, wollte ich euch mal zeigen und eine Rumtour hier machen mit euch. Also, hier kommen wir rein. Das ist die Treppe, die führt nach oben. Also, wir haben so ein Ferienhaus für 6 Personen. Komfort heißt das. Es ist sehr einfach, muss ich sagen, aber völlig in Ordnung. Das ist eine kleine Toilette, wo nur die Toilette ist. Also ziemlich klein, aber fein. Hier ist ein Schlafzimmer, da werden wir beide schlafen. Also auch süß, ne? Aber halt, ja, einfach, ne? So, wenn wir, natürlich, wir sind es gewohnt in unserem Haus, das ist dann sehr winzig, aber es wird gehen, es ist ja. Das ist das Doppelbett und dann hat man hier ja so einen Schrank. Es ist aber schön warm, also frieren werden wir hier nicht, ne? Hier, das ist das, also, oh, warm hier drin. Das ist die Dusche. Hallo. Hallo, Ibens. Alles der Waschbecken. Wir haben so ein Handtuchpaket, weil Handtücher und Bettwäsche ist nicht vorhanden. Das muss man extra buchen. Und das sind so, ja, das sind so eine Tüten und das ist für eine Person die Handtücher. Die habe ich jetzt
Also wir haben 5 Stück und wie gesagt, hier ist die Dusche. Es ist sehr, sehr einfach, aber es geht. So, oh, es ist schön warm hier. Das ist ja der Eingangbereich hier. Und hier ist unter der Treppe ist so eine Tür und da ist so Staubsauger, Wäscheständer, ein Hochstuhl für Baby. Also das ist auch praktisch. Dann kommt man hier ins Wohnzimmer. Also das ist ja, wie gesagt, ne? Es ist sehr einfach, aber sehr schön. Also die Lage ist wunderschön auf jeden Fall. Hier ist der Fernseher. Sieht aus ein bisschen wie dein Fernseher. Kameramann. Ja, fast. Oder? Und hier ist die Küche. Also es ist offen natürlich, ne? Die Küche ist winzig. Ich habe schon angefangen zu kochen. Ja, hier ein Sandwich. Wow. Wow. Aber auch, also ja, wie gesagt, es ist winzig, aber ich mach mal das Licht an überall, damit es ein bisschen heller ist. Gibt es hier auch? Oh Gott, das Licht ist sehr. Aber es ist alles da. Also Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen, Herd, Kaffeemaschine, Wasserkocher. Bild mit angelem Mann. Bild. Das ist Geschirrspülmaschine. So, und das ist hier Esstisch. Was ich ganz goldig finde, sind die Fenster, ne? So süß, so. So süß und süß. Und hier ist dann halt die Terrasse. Da geht man raus. Oder was heißt Terrasse? Das ist gar keine Terrasse. Mit unserem eigenen Steg. Sag mal, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und das ist drumrum mit Wasser. Das ist so ein Teich. Das ist richtig, richtig schön. Und die Sonne scheint. Ja, und hier können wir ins Wasser. Also, ja, finde ich schön. Ne? Also die Lage ist wirklich schön. Gibt es Enten überall. Und das ist das Häuschen halt. Und mit, so mit Gartenmöbeln. Wir haben, oben ist ja noch eine Etage, das zeige ich euch jetzt gleich. Aber es geht. Also ich finde, ne? Es ist süß. Winzig, aber süß. Aber man hat da auch genug Platz. Also das ist so die eine Seite. Hier ist der Hauseingang. Und hier, ah, genau. Und hier ist so ein Abstellraum, ja, da waren die Möbel drin. Schirm. Oh, ein Schirm, ne? Yes. Da waren die Möbel für draußen und ja, hier ist der Parkplatz. Hallo. Hallo. Und hier, ja, wir sind in so eine Sackgasse, was ich ganz schön finde. Das ist das Häuschen und dann gibt es hier so kleinere, ne, Bungalows oder größere, aber echt süß gemacht. Überall ist Wasser drumherum, wie so eine, ja, weiß ich auch nicht. Richtig, richtig süß, finde ich. Und jetzt, wir haben die 368. Das ist unsere Ferienhausnummer. Ach, wir kommen hier nicht rein. Die Tür ist zu. Ja, man hat so 2 Karten. Engel vor sich, ne? Mit dem Wasser. Kippi erkundigt schon hier die Lage. Guck mal, hier ist ein Ei. Ein Ei? Ein riesiges. Oh nein. Da ist ein Ei im Garten. Ein riesiges, großes. Ein Osterei. Ist es ein Osterei? Das ist ja krass. Vorsicht, ne? Ein Ei einfach. Aber richtig schön. Also der Ausblick ist sehr, sehr schön. Ne? Der Kameramann macht Party schon hier. Ja. Was hast du denn an? Radio? Het was vandaag natuurlijk niet de vraag of, maar het was alleen maar de vraag wanneer. Ja. Natuurlijk draaien wij een liedje van Def Rhymes. We hebben einfach een ei. Dat is voll krass, maar wie riesig. Ja, we moeten maar gucken, hier vorne lief er zo'n Monster, ja, rum. Dat was riesig. Dat is die Treppe nach oben. En dat is das obere Stockwerk. Dat is Armins Zimmer. Der hat das größte Zimmer abgekriegt. Oha. Armin, was machst du? TikTok. Chillen. Oh, da ist Chabi und Kippi. Da sind die. Und ja, wir haben, Armin hat die Betten zusammen gemacht. Also normalerweise war ein Bett da in dieser Ecke und ein Bett in der Ecke. Aber das ist so groß hier. Mit ein Waschbecken. Kannst du Zähne putzen hier, brauchst du nicht nach unten abends. Und so einen kleinen Schrank mit Bügeln. Also es ist alles da, was man braucht. Ne? Ja. Und, aber wie findest du dein Zimmer? Ich finde es ganz gut sogar. Meine Aussicht ist auch wunderschön. Die Aussicht ist wirklich wunderschön, ne? Also das muss man sagen. Man hat gleich hier das Wasser. Ey! Richtig schön. Mama! Ja.
Und dann gegenüber ist Charlies Zimmer. Das ist etwas kleiner, aber das auch süß. Das ist richtig schön hier. Aha. Also ich finde das richtig cool. Ja. Ja, und auch Charlie hat seine Betten zusammengeschoben, damit er mehr Platz hat. Da waren auch, da hinten war ein Bett und hier war ein Bett. Und wir haben die zusammengeschoben, damit er mehr... Und das Bett ist so gemütlich, ne? Ja, ne? Die Fenster aufgemacht, weil es ein bisschen muffig roch tatsächlich. Wenn ich jetzt die Fenster zumache, dann ist es wieder direkt warm drin hier. Ach so. Ja, das ist für 6 Personen wirklich, ja, gut. Ausreichend, ne? Sehr einfach alles, ne? Sehr einfach gestrickt. Die Küche ist auch nicht hundertprozentig sauber. Da muss ich nachher noch ein bisschen sauber machen, weil da bin ich ja ganz pingelig. Aber ja, wie gesagt, es ist schön. Hier ist ein Spiegel. Und das sind halt diese Tüten, wenn man die bucht. Und da ist dann halt Bettlaken, Kopfkissen und für die Bettdeckebezug. Ja, und das werde ich gleich machen. Die Kleine wird wahrscheinlich sowieso hier unten mit uns schlafen. Es ist wirklich süß, muss man ja sagen. Einfach, aber süß. So, wir sind unterwegs. Wir wollen was essen gehen. Und es ist so schön. Überall ist Wasser. Egal, wo man guckt. Es ist überall ist Wasser. Hallo. Hallihallo. Ich bin heute Kamerafrau. Ja. Weil der Kameramann... Ich habe ja Urlaub. Hat keine Lust. Also, Urlaub. Ihr werdet mich wohl nicht. Mama, guck mal, wie im Spanienurlaub. Oh ja. Diese Boote und guck, so. Guck mal. Da gibt's Schwäne und das ist ein Boot. Ja, das sind Boote, das ne? Das können wir mal machen dann, ne? Ja. Heute. Nee, heute ist ja schon zu. Siehst du das nicht? Es ist gleich dunkel. Aber ich glaube, wir gehen schon indoor. Ja, das hat vielleicht noch das auch. Wir doch nicht. Also, Gippi ist wieder nur am Vordern. Ja, fordern, wir beide gleichzeitig. Fordern, jammern, so. Meckern. Es ist ein bisschen schade, weil ich hatte die Kamera noch nicht an. Armin ist gegen ein Auto geprallt, ne Armin? Nein. Gegen ein parkendes Auto. Armin, was war da los mit dir und dem Auto? Aber nicht, dass sie denkt, er ist da so leicht gegen. Nein. So flach an den Heckdeckel geflogen. Also das war echt, und ich habe das nicht aufgenommen, schade. Aber guck mal, wie schön. Also die Ferienhäuser sind echt so am Wasser. Jedes Ferienhaus ist am Wasser irgendwie, das ist so schön. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also die Aussicht und die Lage ist wunderschön. Und das Wetter ist heute mega, ne? Oh, Kameramann. Hast du irgendwas entdeckt? Ich wollte nur technisches Verständnis ergattern. Oha. Ja, und jetzt wollen wir was essen gehen. Die Kleine will in dieses Indoor-Spielplatz, weil es ist ja schon abends. Also heute werden wir nicht viel erleben. Ich will so ein Kart. Oh, ach, so ein elektrisches. Ich dachte, so ein Fahrrad für alle müssen wir mitten. Strampel mich doch nicht ab. Ich will so ein elektrisches Golfkart. Nein, wir sind hier voll in die Natur. Wir müssen was tun. Bewegung, frische Luft. Ein Golfkart. Also so ein Fahrrad für alle, das ist voll cool. Da sind irgendwie alle, nee, hier kann man bestimmt so, ja, seht ihr die Schwäneboote, dann sind Elektroboote, dann sind da Kanus, also hier kann man alles mieten und überall sind Spielplätze, ne? Und die Geräte und alles ist wirklich sehr, sehr neu, sehr schön. Also das muss man, also für kleine Kinder oder Kinder überhaupt hier, ist es optimal, ne? Mama, können wir schon? Ja! Oh Gott, Kippi! Oh, wow. Ich habe Angst, dass es reißt. Das reißt nicht. Also überall. Das ist wirklich rot. Und da gibt es auch ganz viele, die angeln einfach. Ja. Und so einen schönen Baum. Ein Olivenbaum einfach. Also ich... da ist Golf, Adventure Golf. Aber ich glaube nicht, dass es da Rezeption und so ist hier. Ja, irgendwie müssen wir da rein. Ach, hier ist es? Wir müssen ja mal gucken, wo wir essen. Wo wir essen wollen oder was aber wir... Aber können wir erstmal einkaufen gehen? Weil ich wollte mir so eine Sonnenbrille holen. Nee, dann einkaufen, da wollen wir essen. Nee, also ich schlepp ja die Tüten hier nicht hin. Nein, ich wollte mir eine Sonnenbrille holen. Oh, es ist warm hier. Oh. Es ist richtig schön. Überall Palmen.
Hier ist The Beach House. Also hier kann man essen. Also das ist der Eingangbereich. Da gibt es auch Billard. Hier ist die Grill Company. Ja, das ist die Bowlingbank. Ach, wie geil, da grillst du ja selber. Das sind ja so Absauganlagen. So. Ja, stimmt, da stand das auch. Hier ist die Bowlingbank. Das ist die Grill Company. Also hier kann man selber sich die Sachen am Tisch grillen. Da ist so eine Chill-Out-Area. Das süß. Und da sind überall, hier kann man sowas spielen. Das ist der Game. Ah, Game Kitchen. Und hier sind die Reifer. Oh. Hier kann man einfach einen Sandwich Maker Ticket, den Tickets ablösen. Oh, so eine Maschine. Was macht ihr denn hier? Ich will das machen, Mama. Ich habe gar kein Bargeld. Wir haben null Bargeld. Wir müssen erst mal. Hier ist die Bowlingbahn. Voll süß, ne? Donnerstag haben wir nämlich Bowlen und Grillen gebucht. Pool. Ah, das ist der Pool hier, oder? Nicht jetzt? Ah. Nicht jetzt? Nee, heute nicht. Mehr. Die haben Zuschauen. Oh, hier ist das Spielparadies für Kinder. Also man kann hier essen in das Restaurant und hier können die Kinder dann spielen. Das ist das Sportstudio, ne? Und das ist der Supermarkt. Oh Gott. Leckereien aus Holland. Und hier ist die Wurstabteilung und Käseabteilung. So, Käse, holländische Käse. Wurst. Wurst. Oh, das ist die deutsche Bratwurst. Oh, Tulpen aus Keramik. Weißt du? Ja, das ist, ja, das weiß ich noch, als ich klein war mit meinen Eltern hier gewohnt habe, Streusel auf Brot. Hier. Es gibt so Streusel, die werden auf Toastbrot. Hier in Holland. Ist Holland auch für bekannt, für Lakritze? Ja, Lakritz, naja, wir müssen ja auch welche mitbringen. Ne? Oh, guck mal hier. So was haben wir gar nicht. Das habe ich in Spanien immer getrunken. Aquarius, ja. Hey, das schmeckt richtig lecker. Ja, das ist groß. Oh mein Gott. Ganz viele Süßigkeiten hier. So, wir haben eine Torte gekauft. Eine Schokoladentorte. Die sieht richtig lecker aus. Da freuen wir uns schon. Mit Zuckerwatte. Und Käse. Wir haben eben bei dem Supermarkt so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ne, Armin, was hast du dir gekauft? Ein Getränk. Ein Getränk, der schon ausgetrunken wurde. Ja. Und du? Ich habe mir auch ein Getränk gekauft. Ah, so ein Aqua. Okay. Ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Aqua. Aquarius. Ja, Aquarius. Und hier sind die Hallen. Da spielen die Paddel. Kannst du mir mein Aquarius? Das ist richtig voll. Und die Kleine? Ist das anstehen. Was anderes als Tennis? Paddel ist, ja, mit so einer. Siehst du den Schläger? Ja, aber ich dachte, das wäre einfach nur, weil der Platz nicht mehr hergibt, damit du nicht volle Pulle da drauf. Paddel weiß ich, weil mein Cousin in Spanien hat ganz viel Paddel gespielt. Und der sagte, ja. Und da ist das Spielplatz, wo Kipi ist. Und wir können hier einfach sitzen und wir haben Essen bestellt, ne? Yes. Weil wir ziemlich hungrig sind, oder? Ja. Das schmeckt so nach Spanien einfach. Ja, das haben wir immer in Spanien getrunken, ne? Ja, und hoffentlich kommt das Essen gleich, sonst verhungern wir. Ich auch. Und? Hallo. Hallo, was hast du denn Leckeres? Pommes und Chicken Nuggets. Pommes und Nuggets, ganz klassisch, ne? Mit Capri-Sonne. Ich habe hier so ein Schnitzel mit Pommes und Salat. Der Kameramann hat das Leckerste, die Krokette. Frikandel Spezial und Pommes. Ich bin Kenner.
und Armin Hudson. Der macht das in die Burger. Ja, wenn er das gerne ist. Aber der Burger sieht schon cool aus. Ja, ein bisschen. Aber winzig, ne? Und der ist sehr klein. Ja. So, wir werden jetzt erstmal essen. Gott sei Dank.